Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir stehen alle noch unter dem Eindruck der schrecklichen Terrornacht vom 2. November und auch, sage ich ganz bewusst, unter dem Eindruck des sehr erfolgreichen geführten Schlages gegen den Rechtsextremismus, in dem vollautomatische und halbautomatische Waffen in großer Zahl aus dem Verkehr gezogen worden sind, Sprengstoff und Handgranaten. Das, was wir Ihnen jetzt vorstellen als Antiterrorpaket, ist ein starkes und klares Zeichen dieser Bundesregierung gegen jede Form von Terror, unabhängig davon, von welcher Seite er ausgeübt wird. Für uns ist klar, wir müssen entschlossen dagegen ankämpfen. Und es braucht einen systemischen Ansatz, einen gemeinsamen Ansatz, disziplinübergreifend, damit man tatsächlich effizient gegen terroristische Bedrohungen vorgehen kann. Ich möchte mich ganz herzlich als Innenminister bei der Integrations- und Kultusministerin bedanken, bei der Justizministerin für die sehr intensiven Verhandlungen bei unseren Teams. Es geht um sehr komplexe Materien, aber sie umfassen einerseits den Bereich der Religion, der Integration, der Schutz der Religionsgemeinschaften in unserem Land vor terroristischer Inanspruchnahme und auf der anderen Seite gerade die sehr heiklen Fragen betreffend der Justiz, wenn es um Grundrechtsfragen geht, um Eingriffe in Grundrechte, im Zusammenwirken zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei. Diese Verhandlungen haben aus meiner Sicht sehr positive, nämlich positive Ergebnisse für die Sicherheit Österreichs gebracht. Es ist uns ein Durchbruch gelungen in vielen Fragen, die Jahrzehnte nicht gelöst werden konnten. Und aus Sicht des Innenministeriums möchte ich zu 6 Punkten Stellung nehmen aus diesem Antiterrorpaket, das für uns ganz wesentlich ist. Wir werden ein Terrorregister einführen, das das Ziel hat, auf der einen Seite Sicherheit zu geben, wenn es darum geht, dass sich ehemalige Straftäter, die wegen Terrorismus verurteilt worden sind, bei Unternehmen bewerben, die kritische Infrastruktur, die sicherheitsrelevante Aufgaben definieren als ihr Aufgabengebiet, als ihr unternehmerisches Ziel, damit auch hier ausgeschlossen werden kann, dass verurteilte Straftäter in so sensiblen Bereichen auch eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite muss es unser vitales Interesse sein, dass es ebenso unmöglich ist für diese Gruppe, legal jemals wieder eine Waffe in unserem Land zu erwerben. Darüber hinaus haben wir auch gerade bei dem Fall des Terroranschlags, wo es ein Terrorist war mit Doppelstaatsbürgerschaft, gesehen, wie schwierig es ist, dass die Doppelstaatsbürgerschaft auch aberkannt werden kann. Auch da werden Maßnahmen gesetzt, logistischer Natur, damit das in Zukunft klarer, schneller und präziser durchgeführt werden kann. Wir werden darüber hinaus gesetzliche Änderungen im Symbolegesetz vornehmen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein auch wichtiger Beitrag, wenn es um den Kampf gegen extremistische Phänomene geht. Seien sie religiös motiviert, aber seien sie auch rechtsextrem motiviert. Wir werden nach doch schwierigen, nämlich juristischen Fragen, die zu klären waren, auch jetzt die Symbole der identitären Bewegung verbieten können, wie einiger islamistischer Organisationen, und das halte ich hier für einen wesentlichen Durchbruch, wenn es darum geht, dass immer im Zusammenwirken Polizei und Justiz tatsächlich auch gegen die rechtsextreme Szene wie gegen die islamistische Szene entschlossen und klar vorgegangen werden kann. Aus meiner Sicht als Innenminister möchte ich mich ganz besonders für einen Verhandlungserfolg bedanken, der ein sehr für uns wesentlicher ist, wenn es darum geht, gefährliche Täter, die aus der Haft entlassen werden, auch weiterhin zu überwachen. Wir haben einen wesentlichen Erfolg erzielt, dass die elektronische Überwachung bei bedingt entlassenen Straftätern, die wegen Terrors verurteilt worden sind, durchgeführt wird. Da ein großes Danke an die Justizministerin. Ich weiß, dass das eine herausfordernde Frage war, wie sie bestmöglich zu lösen ist. Und man sieht, dass es einfach ein Zusammenwirken gibt von Justiz, von Innenministerium, von Polizei und Staatsanwaltschaft, wenn es darum geht, Verbrechen nachhaltig
zu bekämpfen. Und gerade was das Symbolegesetz betrifft, ein großes Danke auch an die Integrationsministerin und Kultusministerin, weil ohne die Expertise der Expertinnen und Experten in diesem Bereich der Kampf bei Weitem nicht so entschlossen zu führen ist. Vielen Dank, Herr Innenministerin. Frau Justizministerin Alma Sadic, bitte. Vielen herzlichen Dank. Schönen guten Morgen oder Mahlzeit, wie man im Beamtendeutsch sagen würde. Es ist 1,5 Monate her, dass ein Terroranschlag unsere Republik auch erschüttert hat. Wir sind als Bundesregierung, und das haben wir auch wenige Tage nach dem Terroranschlag den Österreicherinnen und Österreichern und allen in Österreich lebenden Menschen versprochen, wir werden ein Paket auf den Weg bringen, das Österreich sicherer macht. Sicherer vor jeglicher Art des Terrorismus, sicherer vor jeglicher Art des Extremismus. Wir erinnern uns auch an die letzte Woche, wo ein Schlag gegen die rechtsextreme Szene gelungen ist. Der Herr Innenminister hat es schon ausgeführt. Und ich kann auch nur noch einmal betonen, wie wichtig sowohl bei diesem Schlag gegen Rechtsextremismus als auch in der Terrornacht vom 2. November, wie wichtig hier die Zusammenarbeit der Behörden war, der Zusammenarbeit der Polizei und der Sicherheitsbehörden und auch der Zusammenarbeit der Justizbehörden. Dieser Schlag gegen die rechtsextreme Szene ist auch gelungen, weil es hier wirklich beispielhaft vorgeführt worden ist, wie die Sicherheitsbehörden, das Innenministerium gemeinsam mit der Justiz und dem Strafvollzug zusammengearbeitet hat, um die rechtsextreme Szene und um diesen Schlag gegen die rechtsextreme Szene erfolgreich durchzuführen. Und genau da müssen wir ansetzen und auch genau da haben wir angesetzt bei diesem ersten Terrorpaket. Bei diesem ersten Terrorpaket, worum geht es da? Es geht uns in erster Linie um eine wirksame und effektive Terrorbekämpfung, ohne dabei die Grundrechte außer Acht zu lassen, nämlich unsere Grundrechte zu wahren und auch unsere liberale Demokratie zu wahren und zu schützen. Denn wir wollen unsere Freiheit nicht zugunsten der Sicherheit aufgeben. Mit diesem Terrorpaket bekämpfen wir den Extremismus, sei er jetzt religiös motiviert oder sei er politisch motiviert, denn er hat keinen Platz in Österreich. Und ich werde auch ein paar Punkte nennen, die wir innerhalb der Justiz mit diesem Terrorpaket auf den Weg bringen wollen. Zum einen haben wir Maßnahmen geschaffen, die klar gegen Extremismus vorgehen. Es wurde ja schon länger diskutiert. Wir haben einen Straftatbestand ins Leben gerufen, der gegen religiös-extremistische Verbindungen vorgeht. Als Justizministerin war es mir besonders wichtig, dass dieser Straftatbestand dem Bestimmtheitsgebot des Strafrechts genügt, dem verfassungsrechtlichen Rahmen entspricht und auch dem entspricht, was der Verfassungsgerichtshof auch zuletzt uns als Rahmen vorgegeben hat. Wir haben insbesondere bei dieser Ausgestaltung des religiös motivierten Extremismus sichergestellt, dass es eine grundrechtskonforme Lösung ist, die aber effektiv gegen religiös motivierte extremistische Verbindung vorgehen kann. Der zweite wichtige Punkt, und der Innenminister hat es auch schon angesprochen, ist die elektronische Überwachung von bedingt entlassenen terroristischen Straftätern. Wie setzen wir das um? Wir haben in der Justiz also konkret überlegt, wenn jemand bedingt entlassen wird, was können wir machen, um Auflagen und Weisungen besser überwachen zu können. Diese Überwachung wird anhand eines elektronischen Überwachungsgeräts erfolgen, das eng am Körper geführt wird und das dazu dient, Weisungen und Auflagen genau zu beobachten und zu überwachen. Der dritte wichtige Punkt aus der Justiz ist, dass wir die Probezeit für terroristische Straftäter verlängert haben. Was bringt uns die Verlängerung der Probezeit? Während der Verlängerung der Probezeit haben wir natürlich als Gesellschaft eine viel
stärkere Handhabe, viel bessere Kontrollmöglichkeiten. Aber da haben wir auch die Möglichkeit, Resozialisierungsmaßnahmen, Deradikalisierungsmaßnahmen aufzutragen. Und diese müssen in dieser Probezeit auch befolgt werden. In diesem Zusammenhang, auch ganz wichtig, haben wir für terroristische Straftäter, die sich dieser Weisung oder diesem Auftrag entziehen, jetzt auch die Möglichkeit geschaffen, dass eine sofortige Vorführung vor dem Gericht erfolgt. Bisher ist es so, dass sich jemand auch beharrlich der Weisung entziehen musste oder beharrlich dem Auftrag nicht nachgekommen ist. Und jetzt, wenn es zu einem Regelbruch kommt, wenn man sich nicht an die Weisungen hält, dann wird man sofort vorgeführt. Aber ein wichtiger Punkt, den ich in diesem Zusammenhang auch noch erwähnen möchte, weil das auch nach dem Terroranschlag breit diskutiert wurde, ist auch die Zusammenarbeit der Behörden. Wir haben vorhin gesagt, die Zusammenarbeit ist zwischen den Justizbehörden, den Sicherheitsbehörden, aber auch der Deradikalisierungsvereine ist von enormer Bedeutung. Weil es wichtig ist, dass alle Informationen zusammenfließen, dass der Informationsfluss von den Sicherheitsbehörden zur Justiz, von den Vereinen zur Justiz, zu Gerichten auch sehr gut ausgestaltet ist. Und aus diesem Grund haben wir sogenannte Fallkonferenzen jetzt verankert. Fallkonferenzen für terroristische Straftäter, damit die Entscheidungsgrundlage des Gerichts auch verbessert wird. Damit das Gericht umfassend informiert ist, was liegt über diesen terroristischen Akten, diesen Terrorverurteilten vor, was sagen die Radikalisierungsvereine, inwiefern kann er bedingt entlassen werden oder nicht. Und der weitere Punkt, der uns auch in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung war, sind die Präventionsmaßnahmen. Wir haben in diesem Ministerratsvortrag auch ein umfassendes Extremismuspräventionspaket auf den Weg gebracht, für das auch 8 Millionen Euro veranschlagt wurden. Es ist wichtig, Extremismus nicht nur mit dem Strafrecht zu bekämpfen, sondern schon von Anfang an jegliche Formen von Extremismus im Keim zu ersticken. Und da geht es um Bildungsmaßnahmen, da geht es um soziale Maßnahmen, da geht es um ein umfassendes Paket, das in unterschiedlichen Ministerien behandelt wird, wo es unterschiedliche Ansätze geben wird, weil Extremismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft und wir müssen den Extremismus, egal von welcher Seite, egal in welcher Form, schon im Keim ersticken und von Anfang an bekämpfen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, das ist der erste Teil des Antiterrorpakets und wir haben diesen auch sehr schnell auf den Weg gebracht. Am Freitag geht er in die Begutachtung und es wird eine 6-wöchige Begutachtungsfrist geben, damit die Möglichkeit da auch noch besteht, dass Expertinnen und Experten ihre Stellungnahmen einbringen. Nichtsdestotrotz haben wir in dieser kurzen Zeit dieses Antiterrorpaket bestmöglich und unter Einbindung von Expertinnen und Experten sehr sorgfältig ausgearbeitet und das zweite Antiterrorpaket folgt dann im nächsten Jahr. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Justizministerin, Frau Ministerin Susanne Raab, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir haben die letzten Wochen wirklich ganz intensiv verhandelt und ich bin froh und dankbar, dass wir Ihnen heute ein wirklich weitreichendes Paket im Kampf gegen den Extremismus und Terror präsentieren können. Nämlich deshalb so weitreichend, weil es nicht nur um Einzelmaßnahmen geht, sondern es wird ein gesamtstrategischer, gesamtgesellschaftlicher Ansatz verfolgt. Wir haben viele Verbesserungen in Gesetzen im Justizbereich, im Bereich der Polizei, aber eben auch im Bereich, wo der Nährboden entsteht, auf dem radikales Gedankengut sich ausbreitet, nämlich im Kampf gegen den politischen Islam, überall dort, wo eine antiwestliche Ideologie verbreitet wird, überall dort, wo man sich gegen unsere Grundwerte der Demokratie und des Rechtsstaats richtet, überall dort, wo letztendlich ja unsere Werte, unsere gesellschaftliche Staatsordnung ersetzt werden soll durch eine religiös begründete, also durch die Scharia. Das ist mir als Integrationsministerin wichtig, weil die Verbreitung dieser Ideologie behindert natürlich die Integration
von Menschen in unserem Land und kann im schlimmsten Fall eben auch zu brutalem Terror und Gewalt führen. Wir haben also Maßnahmen getroffen, um gegen diese Ideologie vorzugehen und natürlich auch, um verbessert den Kampf gegen den Islamismus zu führen, der oft durch Organisationen und Vereine verbreitet wird. Und eines ist uns als Bundesregierung insgesamt wirklich wichtig zu betonen. Das ist kein Kampf gegen die Religion, kein Kampf gegen eine Religionsgemeinschaft. Das ist ein gemeinsamer Kampf gegen den Terror und damit wollen wir auch die Religionsausübung schützen. Denn es geht uns darum, dass wir in Österreich demokratische Rechte haben und dass, wenn diese ausgehöhlt und unterwandert werden, dass wir das in unserem Rechtsstaat nicht dulden. Dazu wollen wir einen breiten Schulterschluss der Politik, der Verwaltung, natürlich auch der Zivilgesellschaft und den Religionsgemeinschaften. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir ein ganz schlagkräftiges Gesetzespaket gegen den Terror und auch gegen den politischen Islam verabschieden konnten. Weitreichende Möglichkeiten für Behörden und auch für den Strafvollzug. Wie die Justizministerin bereits gesagt hat, haben wir als zentralen Baustein einen Straftatbestand im Strafgesetzbuch geschaffen zur Bekämpfung des politischen Islam. Das Verbot richtet sich konkret gegen religiös motivierte extremistische Verbindungen, die darauf abzielen, die wesentlichen Elemente der demokratischen rechtsstaatlichen Grundordnung eben durch eine religiös begründete Gesellschafts- und Staatsordnung, also die Scharia, zu ersetzen. In der derzeitigen Form der Bestimmung geht es hier eben um den Islamismus und den politischen Islam. Das wird auch sehr deutlich in den gesamten Gesetzesmaterien, wo das Phänomen des politischen Islam umfassend beschrieben ist. Vielleicht noch um ein Beispiel zu nennen und das Ganze plakativer zu machen. Wer also versucht, ein Scharia-Gericht in Österreich zu etablieren oder wer versucht, mit einer als Sittenwächter mit Scharia-Polizei hier in unseren Straßen Leute zu terrorisieren, wie wir es auch schon in Deutschland gesehen haben, der wird sich künftig vor dem Strafrichter verantworten müssen. Wir haben hier also die härtesten Mittel des Rechtsstaats angewandt, nämlich das Strafgesetzbuch. Konkret werden wir also einen neuen Paragraphen 247b schaffen und bestraft wird, wer eine solche Verbindung gründet, wer an einer solchen teilnimmt, wer sich an einer solchen führend betätigt oder einfach anderweitig unterstützt. Also ein sehr breiter Beteiligungstatbestand. Und darüber hinaus war es uns noch wichtig, dass wir zeigen, dass religiös motivierter Extremismus in Österreich keinen Platz hat und dass wir hier auch einen strafgesetzlichen Erschwerungstatbestand einführen. Das heißt, wenn man Straftaten begeht mit religiös motivierten extremistischen Beweggründen, dann haben hier auch die Richter die Möglichkeit, härter zu bestrafen oder höheres Strafausmaß anzuwenden. Zum Zweiten, und da bin ich als Kultusministerin froh, ist es uns gelungen, dass wir umfassende Änderungen auch im Islamgesetz vornehmen. Wir wollen gegen radikale Moscheen vorgehen. Wir wollen keinen Generalverdacht über alle Moscheen in Österreich, sondern wir wollen konkret dorthin sehen, wo radikales Gedankengut verbreitet wird und dann einfach rasch handeln können. Wir wissen alle, dass wir uns hier in einem grundrechtssensiblen Bereich befinden, wenn es um die Auflösung von Moscheen geht. Dennoch wollen wir nicht, dass islamistische und radikale Moscheen unter dem Deckmantel unserer Grundrechte, unserer Grundfreiheiten gefährliches Gedankengut verbreiten. Daher, wie gesagt, Änderungen im Islamgesetz, um künftig noch schneller extremistische Organisationen auch schließen zu können. Weiters, als dritten Punkt, werden wir ein sogenanntes Imame-Verzeichnis einführen. Das heißt, wir wollen einfach wissen, welche Imame in welcher Moschee in Österreich predigen. Wir wollen hier einfach Transparenz. Wir wollen auch wissen, wenn ausländische Imame nach Österreich kommen und hier in Moscheen, wenn auch nur kurz, predigen. Wir wollen hier gegen Hassprediger, die auch aus dem Ausland kommen, vorgehen und hier einen Riegel vorschieben. Es wird also Anzeige-, Melde- und Vorlageverpflichtungen geben. Wer sich daran nicht hält, hat mit Sanktionen zu rechnen. Und weiters haben wir seit 2015 im Islamgesetz das sogenannte Auslandsfinanzierungsverbot.
Das war damals ein Meilenstein, hat schon zu wesentlichen Verbesserungen geführt. Beispielsweise die Imame, die aus der Türkei finanziert wurden, haben Österreich verlassen müssen, sind ausgereist. Und jetzt die letzten 5 Jahre haben wir im Vollzug natürlich viel gelernt und daher schließen wir hier auch Lücken. Wir wollen, dass das Auslandsfinanzierungsverbot lückenlos vollzogen wird. Das heißt, überall dort, wo Umgehungskonstruktionen geschaffen werden, überall dort, wo über Vereine oder Stiftungen finanziert wird aus dem Ausland, überall dort werden wir jetzt hineingehen mit einer Verpflichtung, Finanzunterlagen vorzulegen. Und diese Verpflichtung betrifft nicht nur die Moscheeeinrichtungen, sondern eben auch die Vereine, die hinter den Moscheen stehen. Zu guter Letzt haben wir eben die letzten Wochen gesehen, wie wichtig es ist, dass wir zusammenarbeiten, auch was die Behörden betrifft. Eine gesetzliche Grundvoraussetzung dafür ist es, dass wir Daten austauschen können, dass wir Ermittlungserkenntnisse austauschen können, dass die Behörden einfach beispielsweise auch zwischen Innenministerium und dem Kultusamt eng zusammenarbeiten können. Diese Grundlagen haben wir geschaffen, damit wir rasch handeln können im Kampf gegen den Terror und auch im Kampf gegen die extremistischen Ideologien, die vorgelagert sind. Mein Dank gilt der Justizministerin, dem Innenminister und den gesamten Teams. Die Expertinnen und Experten haben Übermenschliches geleistet. Sie werden sehen, in wie viele Gesetze wir tatsächlich hineingehen, wie breit das ist. In viele dieser Gesetze wollten wir schon seit Jahren auch Verbesserungen vornehmen. Ich bin dankbar, dass uns in vielen Bereichen dieser Durchbruch gelungen ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Erste Frage vom ORF Zeit im Bild. Herr Zickmund, bitteschön. Vielen Dank. Kurze Frage an die Frau Justizministerin. Sie haben angekündigt, eine zweite Gesetzeswelle. Diese Ankündigung des lebenslangen Wegsperrens über den Maßnahmenvollzug, wurde das jetzt vertagt? Wird das noch kommen? Ist da schon ein Verhandlungsergebnis erzielt worden? Und an den Herrn Innenminister heute sagt der freiheitliche Klubobmann, er hätte gerne ein echtes Verbot des politischen Islam, das auch die Überschrift trägt, statt der neutralen Formulierung. Wäre Ihnen das schärfer lieber gewesen? Hätten Sie es gerne auch so formuliert gehabt oder können Sie damit gut leben? Vielen Dank für die erste Frage. Das zweite Paket orientiert sich ja am Ministerratsvortrag vom 11.11. Alles das, was wir nicht in diesem Paket haben, werden wir in einem zweiten Paket vorlegen. Und da geht es natürlich auch um den Maßnahmenvollzug, der auch reformiert werden soll. Und da werden wir über die anderen Teile des Pakets sprechen. Und vielleicht nur, weil es mir auch wichtig ist zu erwähnen, der Innenminister und ich haben ja eine Untersuchungskommission ins Leben gerufen. Diese Untersuchungskommission arbeitet unter Hochdruck, um die ersten Ergebnisse zu präsentieren. Und die Ergebnisse dieser Untersuchungskommission werden auch in das zweite Paket einfließen. Ja, noch in Ergänzung dazu gesagt, die Justizministerin hat schon ausgeführt, es handelt sich ja um hochkomplexe Rechtsmaterien. Wir sind entschlossen, sie anzugehen und nachhaltig für mehr Sicherheit zu lösen. Und wie gesagt, auch die Kommission wird uns dabei wertvolle Arbeit leisten und helfen, die richtigen Lösungen für die große Bedrohung durch Terroristen zu finden. Zum polizeilichen Vorgehen. Ich bin der Kultusministerin und Integrationsministerin sehr dankbar für die Beharrlichkeit, wenn es darum geht, Religionsfrieden in Österreich im wahrsten Sinne des Wortes auch zu wahren und zu halten. Denn wenn wir über Islamisten reden, wenn wir über den politischen Islam reden, dann reden wir, so wie die Integrations- und Kultusministerin schon ausgeführt hat, nicht im Kampf gegen eine Religion, sondern im Kampf gegen Antidemokraten. Und durch die neue Definition, und die Kultusministerin wird dazu noch nähere Details ausführen, durch diese neue Definition des Straftatbestandes haben wir die Chance, auch als Polizei, wenn es um die Gefahrenabwehr geht, effizienter, nachhaltiger vorgehen zu können, in Verbindung auch mit dem erweiterten Symboleverbotsgesetz. Das heißt, das, was ich vorher gesagt habe, sieht man hier in der Umsetzung. Es braucht das Zusammenwirken vieler systemischer Bereiche und es kann nur so gemeinsam gelingen, tatsächlich dann die Bedrohungen, sei es, wenn sie von der Muslimbruderschaft ausgehen, sei es aber, wenn sie auch vom Rechtsextremismus ausgehen, tatsächlich effizient bekämpfen zu können. Also, ich verstehe es nicht ganz. Selbstverständlich haben wir einen Straftatbestand geschaffen,
der den politischen Islam in Österreich verbietet. Wir haben eine verfassungskonforme Regelung geschaffen, wo wir konkret auf das Phänomen des politischen Islam eingehen. Das wird sich, sozusagen, kann jeder nachlesen, auch in den Gesetzesmaterialien zu diesem Gesetzespaket. Denn klar ist, das ist aktuell die größte Gefährdungslage in Österreich, was den religiös begründeten Extremismus betrifft. Und daher haben wir ein effektives Verbot geschaffen, das sich konkret gegen den politischen Islam richtet. Nächste Frage, Austria Presseagentur, die Frau Puller, bitteschön. Eine Frage an die Justizministerin. Sehen Sie das auch so, dass sich diese Formulierung konkret gegen den politischen Islam richtet, weil Sie ja auch von VfGH gesprochen haben? Und was wurde denn eigentlich aus der Ankündigung, auch die bedarfsorientierten Sicherheitsabteilungen zu schaffen für gefährliche Täter? Und eine Frage noch kurz an den Innenminister, auch zum anderen Thema, weil aus den Grünen wieder Stimmen gibt, konkret von der Klubobfrau Maurer, dass die ÖVP doch endlich das Angebot annehmen sollte, Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufzunehmen, angesichts der Situation dort, was Sie davon halten. Also vielen Dank. Es geht in erster Linie, und ich habe es eingangs auch schon gesagt, es geht in erster Linie darum, wirksame Terrorbekämpfung auf den Weg zu bringen mit diesem Terrorpaket und gleichzeitig aber unsere Grundrechte zu wahren, unsere Verfassung nicht über Bord zu werfen und natürlich auch unsere liberale Demokratie zu schützen. Und Sie kennen die verfassungsrechtlichen Regelungen, Sie kennen auch das jüngste Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs. Wir sind hier in einem sehr, im Strafrecht sind wir in einem sehr grundrechtssensiblen Bereich. Das heißt, alles, was wir im Bereich des Strafrechts umsetzen, muss dem Bestimmtheitsgebot entsprechen und muss verfassungskonform sein. Und das haben wir selbstverständlich auch gemacht. Das bedeutet, die strafrechtliche Regelung ist selbstverständlich religionsneutral formuliert. Es geht um die Bekämpfung der religiös-extremistischen Bewegung, also der religiös-extremistischen Verbindung. Und das findet sich in diesem neuen Straftatbestand wieder. Wir haben einige, also wenn man sich den Straftatbestand anschaut, so gibt es zum Beispiel auch staatsfeindliche Bewegungen und andere Bewegungen, die wir unter Strafe gestellt haben. Und jetzt in diesem Zusammenhang und auch im Zusammenhang mit dem Extremismus und dem Terrorismus haben wir jetzt religiös motivierte extremistische Verbindungen unter Strafe gestellt. Und ich möchte schon nochmal auch betonen, dass wir in den letzten zwei Wochen mit zahlreichen Expertinnen und Experten gesessen sind und da auch nochmal ein Dankeschön an die Beamtinnen und Beamten des Integrationsministeriums, auch des Innenministeriums und auch speziell an die Integrationsministerin und den Innenminister, weil wir wirklich intensiv in den letzten zwei Wochen verhandelt haben, jeden Tag gesessen sind, um ein Paket auf den Weg zu bringen, das wirksam Terrorismus bekämpft und gleichzeitig auch unsere liberale Demokratie und unsere Freiheiten schützt. Schön, nächste Frage. Ich muss noch eine Frage beantworten zum Thema Griechenland, Lesbos und Moria. Zum einen, die Bilder, die uns von Griechenland erreichen, sind immer wieder aufwühlend und auch erschütternd, sage ich auch als Familienvater. Daher war es für uns als Regierung ganz klar, dass wir so rasch als möglich, so schnell als möglich und so effizient als möglich als Österreich in Griechenland vor Ort helfen. Was umfasste und umfasst diese Hilfe? Über 180 Wohn- und Sanitärcontainer. Als eines der ersten EU-Mitgliedsländer hat Österreich hier mit wetterfesten und sehr robusten Behausungen, Unterkünften für Menschen, die auf der Flucht sind, geholfen. Zum anderen waren wir unter den ersten Nationen, die 55 Tonnen Hilfsgüter nach Griechenland gebracht haben, auf Ersuchen der griechischen Regierung. Österreich unterstützt weiter die griechische Regierung dabei, diese Herausforderung, die sie hat aufgrund der irregulären Migration, bestmöglich zu lösen. Und wir bieten auch da ständig unsere weitere Hilfe an. Nicht nur, wenn es darum geht, dass wir Sachleistungen zur Verfügung stellen,
wie Container oder Zelte, beheizbare winterfeste Zelte, sondern indem wir auch Bargeldmittel, sozusagen Geldmittel für die jeweiligen Flüchtlingsorganisationen mittlerweile im Ausmaß nur von Seiten des Innenministeriums in der Höhe von 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben. Das ist das eine, also Hilfe vor Ort, griechische Regierung bei ihrer Aufgabe unterstützen, die Probleme vor Ort auch zu lösen. Und zum anderen muss ich darauf hinweisen, dass Österreich alleine dieses Jahr 5.000, ich wiederhole die Zahl, 5.000 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen Schutz gewährt hat. Wir zählen mit dieser Schutzleistung zu den Staaten der Europäischen Union, die am meisten beiträgt, um Menschen tatsächlich vor Leid und Not zu bewahren. Von 27 EU-Mitgliedstaaten nimmt Österreich am zweitmeisten unbegleitete Minderjährige auf, darunter auch viele aus Griechenland. Und darüber hinaus, und darauf muss ich auch hinweisen, wenn diese Frage immer wieder gestellt wird und kommt, sind wir an dritter Stelle von 27 EU-Mitgliedstaaten, wenn es um Schutzgewährungen allgemein geht. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie sehen, dass wir uns dieser Frage nicht irgendwie leichtfertig widmen, noch ein Detail, das tatsächlich und ständig vor neue Herausforderungen stellt. Das Covid-Virus hat nicht nur Österreich, die Wirtschaft, die Menschen, die in Österreich leben, im Griff, sondern natürlich auch die Schutzeinrichtungen genau für diese Menschen. Wir haben in den Bundesbetreuungseinrichtungen der Republik Österreich eine angespannte Situation, damit wir ausreichend Sicherheit gewährleisten können, denen, die untergebracht werden müssen, bevor die Ländervereinbarungen greifen und die von den Bundesländern dann in weiterer Folge in Betreuung genommen werden. Das heißt, ich sage es auch hier an dieser Stelle, ich bin außerordentlich dankbar für das soziale Engagement, das gerade immer wieder sichtbar wird, wenn es auch um die Frage geht, Menschen zu helfen, von den Gemeinden, von Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern, von Familien. Und ja, wir bitten Sie sogar, helfen Sie uns, die unbegleiteten Minderjährigen derzeit in Bundesbetreuungseinrichtungen bestmöglich zu versorgen, entweder wenn sie die Länder über die Vereinbarung übernehmen oder auch Gemeinden sich anbieten, diese Betreuung, Familien etc. zu finden. Mir wurde unterstellt, und das weise ich entschieden zurück, das sei zynisch, weil diesen Menschen gehe es ja schon viel besser als denen, die auf der ganzen Welt in Not sind. Diese Feststellung ist richtig. Das Leid der Menschen auf der ganzen Welt ist zum Teil unfassbar. Aber dort, wo wir es lindern können, dort, wo wir schon dieses Jahr 5.000 unbegleiteten Minderjährigen Schutz gewährt haben und das jeden Tag tun, unseren Verpflichtungen entsprechend, ist es tatsächlich eine große Unterstützung für die Bundeseinrichtungen, wenn Menschen ihr soziales Engagement zeigen, wenn Gemeinden sich melden und unbegleitete Minderjährige aus der Betreuung herausnehmen wollen des Bundes. Warum? Weil auch hier, wie gesagt, Corona uns vor große Herausforderungen stellt. Dankeschön. Noch zwei Fragen habe ich gesehen. Erste Frage, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Herr Löwenstein, bitte. Frau Ministerin Sadic, Herr Minister Nehammer, wo sehen Sie dieses Antiterrorpaket im internationalen oder europäischen Vergleich? Haben Sie sich an Vorbildern orientiert? Glauben Sie, dass andere Länder sich am österreichischen Vorbild orientieren könnten? Stehen Sie da vielleicht auch in Verbindungen zu anderen Ländern? Und Herr Innenminister, noch eine Frage zu dem Waffenfund. Sehen Sie da das Wurzelwerk eines bedrohlichen, rechtsextremen, völkisch orientierten Terrornetzwerks? Wie weit ist das vielleicht schon gediehen? Vielen Dank. Dann, ich werde kurz eine Frage noch beantworten, die ich in der letzten Runde nicht beantwortet habe. Das war die Frage zum Strafvollzug. Da bitte ich einfach noch um etwas Geduld. Selbstverständlich haben wir uns im Strafvollzug auch umfassende Maßnahmen überlegt, die demnächst auch präsentiert werden. Aber der Strafvollzug ist natürlich nicht außer Acht gelassen worden. Zum Thema der internationalen Einordnung. Also ich war auch mit der deutschen Justizministerin in intensiven Gesprächen, weil ja auch als die Deutschen die Ratspräsidentschaft inne hatten und auch natürlich die Terrorbekämpfung zum Thema gemacht haben. Und
Das Zweite, was mir besonders wichtig war, im Zusammenhang mit diesem Terrorpaket, uns unser Gesamtsystem anzuschauen, uns das Strafrecht anzuschauen, den Strafvollzug, alle Maßnahmen auch innerhalb der Justiz anzusehen und zu schauen, wo gibt es bestimmte Schrauben, an denen wir drehen können, um den Terror und den Terrorismus noch effektiver zu bekämpfen. Und da haben wir uns auch an den Sachen orientiert, die bereits jetzt schon im Strafgesetz drinnen sind, wenn es darum geht, dass die terroristischen Straftäter auch besser überwacht werden, wenn es darum geht, die Probezeiten zu verlängern, wenn es darum geht, Weisungen zu erteilen, diese Weisungen auch engmaschiger zu überwachen. Da haben wir uns auch an unseren aktuellen Systemen orientiert. Genauso wie im Straftatbestand, da haben wir geschaut, wo, was würde dem Bestimmtheitsgebot im Strafgesetzbuch entsprechen. Gibt es bereits ähnliche Regelungen, an denen wir uns auch orientieren können? Und so ist es auch den Expertinnen und Experten und auch den Beamtinnen und Beamten auch gelungen, hier dieses umfassende Paket zu schnüren, wo an vielen verschiedenen Schrauben gedreht wurde, um den Terror auch effektiv und wirksam zu bekämpfen und dabei natürlich den uns vorgegebenen Rahmen einzuhalten. Zum einen, es gibt eine sehr lange internationale Zusammenarbeit zwischen den österreichischen Sicherheitsbehörden, zwischen den deutschen, aber natürlich auch europäischer Natur. Wir haben uns gerade auch die Beispiele in der Europäischen Union sehr genau angesehen, das niederländische Modell auch der elektronischen Überwachung von Gefährdern. Das heißt, all das fließt natürlich in Verhandlungen mit ein und man bringt es in einen Einklang auch mit dem Rahmen der Verfassung. Und da sind natürlich die Nationalstaaten dann wiederum auch unterschiedlich gefordert, um eben, so wie die Justizministerin und auch die Kultusministerin ausgeführt hat, ein Ziel zu erreichen. Das ist, dass wir mit allen Maßnahmen unsere Freiheit, die Rechtsstaatlichkeit schützen und aber auch, und das halte ich für sehr wesentlich, verteidigen. Denn das Ziel von Terrorismus ist immer, die Glaubwürdigkeit von Institutionen des Staates zu erschüttern, Unfrieden zu sehen in der Gesellschaft, Gruppen gegeneinander aufzuhetzen und daraus resultierend eine Gemengelage zu schaffen, damit ihr Terror tatsächlich gesellschaftsverändernd wirkt. Das heißt, es braucht dieses Zusammenspiel eben aller Kräfte, immer orientiert an dem Maßstab der Möglichkeiten, die uns Grund- und Freiheitsrechte, die Verfassung geben, aber eben auch mit dem Auftrag, diese verteidigen zu können. Und zum anderen, wir haben schon seit Längerem und sind auch im engen Austausch, gerade mit den deutschen Sicherheitsbehörden, wenn es darum geht, die rechtsextreme Szene zu beobachten, vor allem die grenzüberschreitende rechtsextreme Szene. Es gibt hier eine gefährliche Gemengelage zwischen organisierter Kriminalität und Rechtsextremismus, wenn Sie allein daran denken, dass die Ermittlungen, die dazu geführt haben, dass wir diese große Anzahl an Waffen, Sprengmittel aus dem Verkehr ziehen konnten, über den Drogenhandel dorthin geführt haben. Das heißt, die Szene bedient sich der gleichen Mittel wie die Dschihadisten. Sie verkaufen und handeln Drogen und mit den Erlösen kaufen sie Waffen und Sprengstoff, um die freie gesellschaftliche Grundordnung zu zerstören und nachhaltig zu erschüttern. Das heißt, es zeigt auch, dass wir in Österreich gefordert sind in diesem Bereich, dass es gibt immer so Entwicklungsverzögerungen, auch in dem Fall erschreckender Trend, wie er sich in der Bundesrepublik entwickelt hat, dass die rechtsextreme Szene sich massiv bewaffnet hat, tatsächlich auch terroristisch wieder aktiv geworden ist. Das kann dann mit Zeitverzögerung natürlich auch dann in Österreich passieren. Das heißt, es braucht dieses entschlossene und klare Vorgehen gegen jede Form von Extremismus. Das ist uns ja jetzt auch mit diesem Antiterrorpaket wieder ein Stück weit mehr gelungen und mit dem zweitfolgenden noch viel wichtiger, weil da drin enthalten ist ja auch dann die Neustrukturierung und Aufbau des Verfassungsschutzes, die Nachbesserungen, wenn wir sie im Maßnahmenvollzug schaffen, tatsächlich ja sowohl gefährliche Terroristen aus dem Dschihadistenbereich wie aus dem rechtsextremen Bereich nachhaltig in Gewahrsam zu nehmen, damit sie die Bürgerinnen und Bürger und Freiheit und Demokratie nicht weiter gefährden. Also ja, wir sind sehr wachsam und wir müssen mit aller Klarheit der Szene klar machen, sei es die Muslimbrüder, die Hamas unterstützen, sei es die Rechtsextremen, die sich versuchen zu bewaffnen, dass dafür in Österreich kein Platz ist und dass, ob vom Justizministerium, vom Integrationsministerium, vom Innenministerium, mit voller Entschlossenheit und klarer Härte dagegen vorgegangen wird, damit sie sehen, dass sich hier kein
keinen Stützpunkt, keine Möglichkeit eines Rückzugsraumes schaffen können. Dankeschön. Von der Tiroler Tageszeitung, Herr Sablatnik, bitte. Frau Ministerin Sadic, die Änderungen im Islamgesetz, wie weit sind die mit der islamischen Glaubensgemeinschaft abgesprochen? Also es hat ja gerade auch im Vorfeld der Vorsitzende immer wieder gesagt, wir haben ja schon ein Imame-Register. Und Herr Innenminister, noch einmal zu den Jugendlichen auf Moria. Gibt es für Sie irgendwo den Punkt, wo Sie sagen, gut, meine Container werden in Griechenland auch woanders gebraucht etc. Da kann ich jetzt einfach nicht mehr zuschauen. Da muss ich jetzt sagen, wir müssen doch 100 Kinder nehmen. Also ich nehme an, die Frage war an mich gerichtet. Wir haben selbstverständlich mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft in zwei Gesprächspunkten auch die Eckpunkte des Gesetzesvorhabens besprochen. Und ja, natürlich hat auch die Islamische Glaubensgemeinschaft ein Interesse daran, wie ich finde, ein berechtigtes Interesse daran, einen gesamtheitlichen Überblick darüber zu bekommen, welche Imame in welcher Moschee predigen. Und neu wird sozusagen sein, dass es aber auch eine Vorlage, Verpflichtung gibt, diese Imame eben auch dem Kultusministerium kundzutun. Und ist ja auch mein Ziel, hier gemeinsam auch mit der Glaubensgemeinschaft vorzugehen, denn ich will einfach Transparenz, wie wir es auch in anderen Bereichen im Kultusrecht haben, will ich auch für diesen Bereich schaffen. Und klar ist auch, wir haben hier eine spezielle Problemlage, wir haben hier das spezielle Problem, dass wir nur hier auch im Bereich Kampf gegen Islamismus kennen, nämlich dass hier einfach Hassprediger aus anderen Ländern nach Österreich kommen. Und diesem Phänomen müssen wir einfach gerecht werden. Da ist dieses Imame-Verzeichnis auch so wichtig. Wieder zum Thema Griechenland. Ich glaube, da müssen wir uns auch ein Stück weit wieder in die Vergangenheit zurückbewegen, nämlich als die Lager in Brand gesetzt worden sind und die, die das getan haben, das Menschenleben vieler bewusst in Kauf genommen haben und viele obdachlos gemacht haben, dramatisch viele, Familien, Kinder, genauso wie Erwachsene und unbegleitete Minderjährige obdachlos gemacht haben. Und die griechische Regierung hat nachdrücklich ersucht, nicht die falschen Signale zu setzen. Sie wissen, es gibt nicht nur diese Flüchtlingslager auf Lesbos, sondern auch auf anderen griechischen Inseln. Und ich werde nie vergessen, als die dramatischen Bilder waren und wir sehr rasch auch in der Regierung bereit waren zu helfen, kamen auch die Bilder vom griechischen Migrationsminister und Bürgerschutzminister, wie die Einsatzfahrzeuge demoliert wurden, Scheiben eingeschlagen wurden, Rettungskräfte behindert worden sind beim Löschen des Brandes oder Rettungskräfte behindert worden sind, um erste Hilfe zu leisten. Warum sage ich das? Weil die griechische Regierung nachdrücklich ersucht hat, nicht die falschen Zeichen zu setzen und keinen sogenannten, sehr dramatisch genug, dass man es so nennen muss, Moria-Effekt auszulösen. Und es haben sich dann andere EU-Staaten, die zum Teil deutlich weniger Schutzgewährungen vornehmen, so wie ich vorher erwähnt habe, in Europa dazu bereit erklärt, einige wenige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Zum Teil waren das aus meiner Sicht auch erschütternde kleine Zahlen, die da kolportiert worden sind. Und da muss man auch die Frage stellen, wie effizient ist diese Hilfe? Wie funktioniert die Auswahl derer, die betroffen sind und die sozusagen dann die Chance haben, in eines der EU-Mitgliedsländer gebracht zu werden, die grundsätzlich schon weniger Beiträge leisten dafür, dass Schutz gewährt wird. Wir haben uns dazu entschlossen zu sagen, wir helfen vor Ort, wir unterstützen die griechische Regierung, wir müssen aber auch der griechischen Regierung überlassen, es ist ein souveräner Staat Griechenland, ein EU-Mitgliedsland, wie sie die österreichische Hilfe einsetzt. Wir bieten jede Form der Unterstützung an, wir wollen eben keinesfalls, dass die falschen Signale gesetzt werden, dass auch da eine Unsicherheitssituation entweder auf den anderen Inseln entsteht oder in Griechenland generell. Griechenland gehört zu eines der EU-Mitgliedsländer, das am stärksten von irregulärer Migration belastet ist. Es braucht aus meiner Sicht die Solidarität und auch das gemeinsame entschlossene Handeln, aber es braucht auch den gesamthaften Blick darauf. Und die griechische Regierung hat dann gerade aus der Bundesrepublik Deutschland eben, wie gesagt, auch bis zu 1.000 oder mehr Flüchtlinge aufnehmen wollte, extra darauf hingewiesen, dass es nur
Flüchtlinge sein können, deren Asylverfahren positiv abgeschlossen ist, und vom Festland, um eben hier keine Destabilisierung zu erzeugen. Das heißt, auf den Inseln vor Ort muss konkret und klar geholfen werden. Das ist doch aus meiner Sicht eine Aufgabe der Europäischen Union. Wir als Österreich gehen hier mit gutem Beispiel voran, um diese Hilfe konkret auch tatsächlich umzusetzen. Und wir hoffen, dass sich da noch viele andere europäische Mitgliedstaaten anschließen. Vielleicht dann nur kurz anschließend. Die Situation in Lesbos und auf den griechischen Inseln ist eine humanitäre Notlage. Die Menschen vor Ort sind in Not und es ist meines Erachtens auch unsere Pflicht, hier zu helfen und hier zu unterstützen. Wir haben die humanitären Hilfen vervielfacht, um hier Unterstützung zu bieten. Und wie Sie auch wissen, unterstützen wir auch, wir Grüne, die europäische Solidarität und all jene Länder, die Kinder und deren Eltern, die besonders vulnerablen Gruppen, auch nach Europa zu holen, um die Situation vor Ort zu lindern. Es ist eine humanitäre Katastrophe und wir werden alles tun, um natürlich in Zusammenarbeit mit dem UNHCR hier die Situation bestmöglich zu lindern. Vielleicht nur kurz zu einem zweiten Punkt, der auch vorhin angesprochen wurde. Wir müssen schauen, dass wir den Terrorismus wirksam bekämpfen und wir dürfen uns durch den Terror, und der Innenminister hat es auch schon erwähnt, nicht spalten lassen. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass Gruppen oder Religionen gegeneinander ausgespielt werden. Denn es geht darum, gemeinsam als Gemeinschaft, als eine solidarische Gesellschaft, gemeinsam gegen Gewalt vorzugehen, gemeinsam gegen Terror vorzugehen. Und mit diesem Blick haben wir auch dieses Terrorpaket geschürt, um eine wirksame Terrorbekämpfung zu erzielen, die nicht unsere Gesellschaft spaltet und die nicht unsere Freiheit uns raubt. Dankeschön. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Noch zwei kurze Fragen. Bitte Fragen und Antworten kurz halten. Zunächst Herr Schmidt, bitte, von ATV. Danke. Eine Frage an den Herrn Innenminister als Teil des virologischen Quartetts. Es gibt Stimmen, die einen neuerlichen Lockdown fordern, vielleicht noch in diesem Jahr. Der burgenländische Landeshauptmann drängt da darauf. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Kann es da noch eine Entscheidung geben, pro oder contra Lockdown? Und eine Frage an die Justizministerin. Ihre deutsche Amtskollegin von der SPD sieht eine Impfpflicht, eine ungeregelte, vielleicht herantreuen, wenn Unternehmen nur mehr Leute aufnehmen, die geimpft sind, wenn Geschäfte nur mehr Leute reinlassen, die geimpft sind, sehen Sie diese Gefahr? Also das ist ja leider auch nichts Neues, jetzt, was ich Ihnen sage. Wir sind im Kampf gegen die größte Pandemie, wie sie vorher in dieser Form und Ausmaß noch nie dagewesen ist. Das heißt, es ist jeder Tag ein Tag, der dazu dient, die Lage zu beurteilen. Die Gesundheitsexpertinnen und Experten des Gesundheitsministeriums schauen sehr genau auf die Infektionszahlen, vor allem auch auf die Auslastung der Spitalsbetten, aber vor allem auch der Intensivbetten. Wir haben nach wie vor eine aus meiner Sicht und auch des Gesundheitsministers ja zu hohe Zahl an Infektionen. Das heißt, wir müssen uns nach wie vor anstrengen. Wir haben nach wie vor den Teil-Lockdown nach wie vor in Kraft, das heißt von 20 Uhr abends bis 6 Uhr früh. Wir ersuchen die Menschen dringend, sich an die Beschränkungen, die im öffentlichen Raum gelten, auch im privaten, sich daran zu halten. Wir bieten alle Möglichkeiten der Testungen in Anspruch zu nehmen, weil der, der testet, schafft Sicherheit für sich und seine Umgebung, schafft Sicherheit für seinen Arbeitsplatz, für die Wirtschaft in Österreich, aber vor allem auch für seine Familie. Und es braucht jetzt dieses Zusammenwirken. Und ja, wir beurteilen jeden Tag, auch im Einsatzstab, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, die Lageentwicklung. Und aus dieser Beurteilung der Lage heraus werden dann neue Maßnahmen gefolgert. Also zur Impfung, wie Sie gesagt haben, da wird es auch Konferenzen geben und wird es eine Pressekonferenz geben. Die Impfung ist noch nicht zugelassen in Österreich, also ich bitte Sie da einfach noch um ein bisschen Geduld. Wir werden, die Bundesregierung wird sich das alles ganz genau anschauen und es geht auch darum, jetzt mal die ersten Schritte zu setzen nach Weihnachten, Silvester, und wenn es soweit ist, wird es auch entsprechende Kommunikation geben, aber ich kann dazu jetzt wenig sagen. Dankeschön. Letzte Frage, Frau Pospischil von Servus TV.
Noch an den Herrn Innenminister kurz zur Covid-Verordnung. Es hat Kritik gegeben, unter anderem von den NEOS, dass es keine Ausnahmeregelungen für Auslandsösterreicher gibt, die über die Weihnachtsfeiertage einreisen wollen, um ihre Eltern zu besuchen oder einen Partner. Hätte es da keine andere Möglichkeit gegeben? Was sagen Sie zu dieser Kritik? Und zur Maskenpflicht im Büro, die ausgeweitet wird, wie wird denn die kontrolliert werden oder wird sie kontrolliert werden? Also zum einen haben wir sehr wohl festgelegt, dass für Besuche zwar die Quarantäneauflage gilt, also sprich, dass man die Wohnung oder das Haus nicht verlassen darf, aber wenn man wieder Österreich verlässt, nicht an die Quarantänezeit von 10 Tagen gebunden ist. Ich weiß, dass das alles extrem mühsam ist, es sind ja noch viele andere Maßnahmen, aber meine Bitte ist, und ich werbe da auch um Verständnis, wir müssen alles tun, damit die Infektionszahlen nicht wieder dramatisch ansteigen. Wir sind nach wie vor in einer angespannten Situation, auch wenn eine Verbesserung eingetreten ist in den Spitälern, auf den Intensivstationen. Das heißt, es braucht diese gemeinsame Anstrengung. Es ist furchtbar für jeden, für mich genauso, dass es ausgerechnet auch die Weihnachtsfeiertage trifft, das neue Jahr, dass wir uns wieder diese Beschränkungen auferlegen müssen. Aber es nützt eben nichts. Wir müssen dadurch gemeinsam, wir schaffen das. Und daher braucht es auch diese Maßnahmen und uns ist bewusst, dass das unangenehm ist, uns ist bewusst, dass es beschwerlich ist, aber wir glauben eben daran, dass es notwendig ist, es zu tun, damit wir Infektionsketten durchbrechen. Und die Maskenpflicht, sprich den Mund-Nasen-Schutz, wird genauso kontrolliert wie jetzt auch schon. Dort, wer nicht getragen wird, kann die Polizei unmittelbar handeln, wenn es eine Ermahnung nichts nutzt und kein Gespräch, sondern es eine konstante Verweigerung gibt, gibt es entweder das Organstrafmandat mit 25 Euro oder, wenn es ganz fatal wird, sozusagen in der Amtshandlung, dann auch die Anzeige, die dann entsprechend teurer sein kann.